Was geht ab, ihr geilen Schnittchen? Vielen Dank fürs Einschalten beim Star Wars Quiz. Star Wars. Mufasa versus irgendwie. Martin, Mikkel, Peter, Chris und Jay sind wieder mit dabei. Ja, und willkommen zur Kategorie 5 von 5 in der Schwierigkeit. Das heißt, das letzte Star Wars Quiz. Also, bin ich jetzt auch wieder erst dazu gekommen. Alles glaube, ich spiele was Einfachem an, trotz alledem. Welche Farben haben die Bammer der Gungans, mit denen sie die Armee der Handelsföderation angreifen? Mikkel. Blau. Blau, sagt er. Blau ist natürlich korrekt. Ich war sehr unvorbereitet, das ist so schnell losging. Mikkel, du bist echt... Ich dachte, ne, Gungans, Wasser. Ich hatte nicht mal die Maus in der Hand, ey. Ja, da kann ich auch nicht. War gerade im WhatsApp. War fliegender Start hier. Scheiße. Okay, Frage 2. Frage nicht mal mitbekommen. Mikkel führt übrigens, ne? Ja, mit 5 Punkten. Na genau, wie immer, weil es gibt 5 Punkte für eine richtige Frage und einen Punkt für alle anderen, wenn man falsch hat. Welcher Gouverneur von Naboo ist bei Königin Amidala, als sie von den Jedi-Botschaftern gerettet und nach Coruscant gebracht wird, um ihren Fall dem Senat vorzutragen? Jay. Zio Bibble. Ja! Es war so krass. Ja. Warte mal, ich möchte einmal kurz was testen. Okay, Leertaste geht nicht zum Buzzern. Wer ist Zio Bibble, Junge? Das war die Erste. Ja, Peter, hast einiges verpasst. Der ist Gouverneur. Ja, das ist halt... Das ist der Gouverneur, halt, der war bei der Königin, als sie nach Coruscant gebracht. Der wenn man das nicht weiß, vor, Peter, oder? Dann hast du es hier nicht verdient, hier weiter mitzumachen, wenn man Zio Bibble nicht kennt. Das ist absolutes Basiswissen. Ja. Frage 3. Taucht Coruscant in die Rückkehr der Jedi-Ritter auf? Christian. Nein. Ja, scheiße. Was denn jetzt? Nein, wir sind hier nicht. Nein, was möchtest du haben? Wir sind ja jetzt hier nicht bei das erste gesagt, sondern ich brauche eine eindeutige Antwort. Ja oder nein? Ich hätte gerne ja, weil dann. Du hättest gerne ja. Die Stadt, oder? Das beantworte ich dir jetzt nicht. Ja oder nein? Ja, also ja, ja ist okay. Meine Antwort. Ja ist richtig dann. Verdammt. Die zeigen dann nochmal die Stadt. Wenn du so fragst, weil am Ende, also, weil du fragst, so ist am Ende ist richtig, oder? Das kann ich dir logischerweise nicht beantworten. Man muss ja fairerweise sagen, eigentlich war nein meine erste Antwort, aber wenn du sagst, ist okay, dann Dankeschön. Ja, ist okay. Wir sind ja hier beim Star Wars Quiz und nicht bei den Nazis. Wir sind ja nicht bei Stadtlandfluss. Genau, so sieht es nämlich aus. Frage 4. Wie viele Kommunikationsformen beherrscht C3PO fließend in den Episoden 1 bis 6? Tja, der sagt doch, ich sagt er nicht 256. Ja. Jetzt sagt er doch dauernd. Er sagt doch 500 oder sowas. Keine Ahnung, was die Zahl ist. 301 plus. Mir reicht circa. Ja. Ich wollte sagen, ist eine Schätzfrage. Circa? Nein, eine Schätzfrage ist halt nicht. Also, wenn du es schon machst, dann musst du das schon ungefähr sagen. Circa 1. Das ist Kategorie. Ja, Peter. Peter! 3400. Das hat er gegoogelt. Nee, das ist leider nicht richtig. Ah, ja, cool. Dammit. Möchte noch jemand, sonst schließe ich die Frage. In 5, 4, 3, 2, 1. Also war nicht nah genug dran, weil es sind über 6 Millionen. Wie Fair viele enough. Punkte bekommt jetzt jeder? 5. Also, okay. Nee, 5 bekommt nicht jeder. Jeder bekommt 5 nur bei richtiger Antwort, Mann. Genau, 5 gibt es bei richtiger Antwort. Also deswegen. Also, ja, und man darf auch so oft buzzern, wie man möchte. Ja, sobald ich freigegeben habe, kannst du knüppeln, wie du möchtest. Das heißt ja viermal falsch buzzern und dann, wenn die. Dann. Oh, geil. So, Frage 5. Wie viele Bantas entdeckt Luke Skywalker auf Tatooine, nachdem R2-D2 ihm mitteilt, dass sich mehrere Kreaturen nähern? Martin. 2. Das ist richtig. Alter, was stimmt nicht mit euch? Das war übrigens geraten. Nein, Martin, der das Rest wusste nicht, aber das war geraten. So, Frage 6. Wer fliegt ein Kommandoshuttle der Y-Klasse? Jay. Antilles. Captain Antilles. Ist alles falsch? Ich. Weiß doch jemand? Videospiel. Jeder sagt Zio Bibel. Nee, wenn irgendwann Admiral Akbar kommt und ich sag das nicht, dann bin ich sehr traurig. Wer fliegt ein Kommandoshuttle der Y-Klasse? Also schließt die Frage in 5, 4, ja, das ist wieder die Frage, 3, Admiral Akbar fliegt ja nicht selber. 2, 1. Die einzige richtige Antwort wäre Kylo Ren gewesen, weil das eine Spezialanfertigung ist. Alter, ja. Ich finde hier sogar noch... Schmeilo Schmen. Oh. Was heißt, ich finde hier? Hat hier jemand Google offen? Mhm. Frage 7. Ich habe gerade geguckt, weil man darf ja wohl mal nachgoogeln, wenn man nicht sich sicher ist. Nein, ja, aber wenn man sich ziemlich sicher ist, dass der eine Y-Ring geflogen ist,
was er nämlich ist. Hä, du guckst Sachen nach, weil du dir nicht sicher bist und glaubst, dass es... Nein, ich bin mir sicher, dass es eine Y-Wing ist, die hier geflogen ist. Deswegen, und es ist er auch. Ja, aber kein Y-Wing, ein Kommandoschiff der Y-Klasse. Okay, gut. Das ist ein, das ist die imperiale Seite. Da steht von mindestens 30 Grad. Ich bin von der Y-Wing ausgegangen. Okay. Das hast du gegoogelt. Bevor die Antwort, bitte mal zuhören. Das habe ich nach der Antwort gegeben. Als ob ich das vor der Antwort google, dann wäre mega dumm. Gehen wir in Frage 7. Wessen Tochter... wessen Tochter hat Bail Organa adoptiert? Jay. Wessen Tochter? Ja. Anakin's. Das ist richtig, ja. Ich bin geil, wenn du mich dann nochmal fragst, wie die Frage ist. Nein, ich dachte gerade, ich wollte erst Lea sagen, aber das ist ja die Tochter. Das wäre ja dumm gewesen. Mhm. Okay, deswegen Frage 8. Deswegen muss ich gerade nochmal rekapitulieren und googeln. Ich gebe vor, ja, eine Farbe, oder wenn jetzt irgendeine Antwort mit eine grüne, zählt nicht, ja? Sondern ich möchte schon eine detaillierte Bezeichnung haben. Verdammt, was für eine Rüstung trägt Jango Fett? Jetzt hast du mich verunsichert. Entschuldigung, ja, aber eine grüne lasse ich nicht zählen. Hä? Ja, die grüne. Ja, eine Jay? Kopfgeldjägerrüstung. Das ist leider nicht korrekt. Hat er nicht gegoogelt, okay. Der Buzzer ist frei. Oh Gott, Nickel ist jetzt für immer. Hätte ich jetzt sagen müssen, eine grüne Kopfgeldjägerrüstung. Das ist ganz weit weg von der richtigen Antwort. Ah, okay. Ich vermute mal, er meint so die Herkunft. Also. Ja. Trägt ein Jetpack. Okay, dann schließe ich die Frage. Made in China. Darf ich nochmal antworten? Ja, darfst nochmal antworten. Made in China. Ich weiß es nicht. Ich denke, es fängt mit K an. Okay, ich schließe die Frage. Es fängt nicht mit K an, das ist eine mandalorianische. Ah, klar, ja. Ach, guck mal, das wollte ich nicht fragen. Grün war ja auch Boba Fett, ne? Das stimmt, das ist eine Mandalorianische. Ja gut, aber da wäre grün auch blau, hätte ich nicht zählen lassen. Ja, ja, klar, aber weil du gesagt hast, grün, dachte ich mir so, einen Moment. Das hat mich ein bisschen verunsichert. Entschuldigung, ja, ich wollte hier niemanden verunsichern. Nee, das war okay. Also, aber das ist eine spezielle Mandalorianer-Rüstung. Ja, weil die anderen Mandalorianer sehen anders aus mit diesem Schlitz. Kannst du aufhören zu googeln? Ich google nicht. Okay. Ich habe auch gerade gegoogelt, aber da war die Frage. Mandalorianer kennst du aus KOTOR. Frage 9. Ja, ihr seid ja gut mit Farben. Welche zwei Farben hat Captain Phasmas Umhang? Christian. Rot und... Zwei Farben, Silber. Okay, das ist leider falsch. Dafür kriegen alle anderen einen Punkt. Und ich gebe wieder frei, sobald ihr den Gong hört. Martin? Rot und Schwarz. Rot und Schwarz ist richtig. Ach, gebe ich mal fünf kleine Pünktchen. Ich hätte auch Rot und Silber. Ich wollte es auch sagen, aber Schwarz ist ja gar keine Farbe. Deswegen aber Silber ist doch... Was? Schwarz ist die Abwesenheit von allen Farben. Genau. War die Rüstung nicht nur Silber und deswegen... Die Rüstung ist Silber, ja. Ja, das die ist Rüstung ist Silber. Deswegen dachte ich mir, hätten die halt Rot gemacht mit Silber dabei. Dann passt das halt. Aber finde ich auch. Ja, Frage 10. Ich bin bei dir. Zu was wird Jar Jar Binks... Warte mal, stopp. Wasser ist nicht freigegeben. Oh ja. Sorry. Dankeschön. Frage 10. Zu was wird Jar Jar Binks von Boss Nass für das Zusammenbringen der Naboo und der Gungans befördert? Boss Trocken. Christian. Zum super heftig General. Das ist super heftig richtig. Ah. Eine der schlimmsten Szenen im ganzen Star Wars Universum. Absolut. Einer der behindertsten Charaktere, die jemals existiert hat. Best Charaktere. Achso, nach Frage 10 ist der aktuelle Stand. Martin 13, Mikkel 9, nice. Peter 3, Christian 13 und Jay 12. Ey, ich bin gut dabei. Schlecht. Warte mal, wie viel habe ich? Ich bin sehr stolz 9. auf mich. Ah, okay. Eine Frage richtig und viermal Punkte. Krass, ihr habt schon 4 falsch beantwortet. 4 sind schon falsch beantwortet. Das öfters. Frage 11. Wer hat General Grievous im Kampf mit dem Lichtschwert ausgebildet? Count Jay. Dooku. Und Duko, da gibt's 5. Kölken. Frage 12. Wer sagt zu Luke, alles klar, Junge, lass uns das Ding in die Luft jagen und heimfliegen? Christian. Alles klar, Junge, hört sich so nach Han Solo an. Also ist Han Solo deine Antwort? Ja. 5 Punkte für Christian.
Ich möchte übrigens sagen, mittlerweile, also gerade sind die Fragen aber auch noch nicht so krass. Ich hätte jetzt eher gedacht, da kommt wieder so eine Frage wie, wie groß ist Groß Moff Tarkin oder so? Ja, 1,68. Ja, ja. Yeah, weiß man das. Christian, ich habe nur Stufe 5 Fragen nämlich hier. Nee, wir. Ja, ja, also ich, das ist auch keine Kritik an dir oder nee, so. Nee, ich finde das auch gut, aber... Genau. Frage 13. Welcher Eröffnungstext beginnt mit Es ist eine dunkle Zeit für die Rebellion? Der deutsche Titel bitte. Achso, ich hätte jetzt gesagt Star Wars. Ja, also logischerweise ist es ein Star Wars-Film, aber fake. Christian. Hier The Empire Strikes Back bestimmt, oder? Imperium schlägt zurück. Das ist Friedrich Kirken für dich. Ach echt? Oh, weiß ich nicht. Wie hieß nochmal der vierte? Eine neue Hoffnung oder sowas, genau. Ne? Nee, das ist... Achso, ja, der davor, ja. 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 New Hope. Warum, wieso komme ich auf eine neue Ordnung? Wegen First Order, glaube ich. Wünsche oder? Vielleicht ja. In deinem Kopf. Frage 14. Wie viel bietet Jabba Bush zunächst für den gefesselten Chewbacca? A. Jabba's Bush. Jabba. Oh, Bausch. Jetzt kommt wieder B. Martin. Ja, also nochmal. Wie viel bietet Jabba Bush zunächst für den gefesselten Chewbacca? A. 10.000. B. 40.000. Oder. Peter. C! Es ist C! Bitches! Ich hab unsere Frage richtig beantwortet. Bei einem Star Wars Quiz. Ich geh jetzt auf. Oder C, 25.000. Das ist richtig gewesen. Okay, Frage 15. Welche Hyperantriebsklasse hat der Falke? Peter. 2. Nein! Die richtige Antwort ist Klasse 2. Nein! Doch! Alter! Oh. Wie weit ist das denn? Wusstest du das, ja Peter? Ja, ne? Ja, natürlich wusste Peter absolut das. Absolut, das war klar. 2. Das ist doch lächerlich, ey. Warte mal, Klasse 2 war es. Ich kann auch nichts dafür. Das sei dir echt gegönnt. Also, ja. Dankeschön. Das war schon stark. So, Frage 16. Geht kaputt, ey. Wie heißt Han Solos Heimatwelt? A. Crayola. B. Coruscant. Oder C. Corellia. Martin? C. Richtig. Ja. C. It is. Frage 17. Frage 17. Zu wem sagt Leia, ich habe euren fauligen Gestank schon erkannt, als ich an Bord gebracht wurde? Christian Stachelhaus. Zu Darth Vader. Zu Darth Vader, das ist leider nicht korrekt. Oder? Dafür kriegen natürlich alle anderen einen Punkt, Christian 0. Und wieder freigeben, soweit es hört. Martin. Jabba? War eine Frage oder ist das deine Antwort? Meine Antwort. Jabba ist leider nicht korrekt. Da kriegen alle einen Punkt. Außer Martin. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ben freigeben. Christian. Groß Moff Tarkin. Groß Moff Tarkin. Gib mir 5. Was? So heißt er genau. Hätte jetzt nicht so gedacht. Frage 18. Welchen Planeten repräsentiert Mon Mothma im Senat? A. Jay. Naboo. Naboo ist leider nicht korrekt. Nein! So, wieder freigeben, ne? Welchen Planeten repräsentiert Mon Mothma im Senat? A. Alderaan. Hä? Jay sagt Alderaan. Jay ist falsch. Verdammt! Freigeben. Was fallen hier noch so für Planeten? Jay! Coruscant. Coruscant ist leider falsch. Verdammt! Jetzt musst du richtig antworten, dann hast du trotzdem noch... Also jetzt muss ich eigentlich traue ich mich nicht mehr. Also welchen Planeten ja, repräsentiert Mon Mothma im Senat? A. Alderaan. Okay, Christian. B. Wow! Ich wollte auch nicht sagen. B sagst du? Was ist B? Ja, soweit war ich ja noch nicht. Ja, B ist erstmal falsch. Oh. Schade. Ja, erstmal ganz gemütlich tippen. Na, die Funke. Aber leider falsch. Christian! Ah! C!
C ist richtig! Ich glaube, wir haben die letzten Male immer so gespielt, dass man nur einmal falsch sagen darf, oder? Ja, das stimmt. Ja. Aber das haben wir geändert. Das ist heute aber nicht die Regel. Aber heute ist lustig. Ja, wusste ich nicht. Okay, krass. Hab ich am Anfang gesagt. Hat er gesagt. Was ist denn C? Also B wäre erstmal Nabu gewesen. Und C. Ja, shit. Chandrila. Ja, okay, da wäre ich nie drauf gekommen. Ja, Mikkel, deswegen meinte ich ja, du kannst theoretisch ja irgendwie viermal falsch drücken und dann beim fünften Mal, wenn du dann richtig antwortest, immer noch cool. Ja, wart aber nicht diese Runde. Nee. Frage 19. Schade. Stopp. Ja, stopp. Freigeben. Ich bin noch, freigeben. Sorry, war richtig. Frage 19. Was sagt Prinzessin Leia in ihrem Hologramm, ist Obi-Wan? Also nicht Sohn. Sohn. Martin? Unsere einzige Hoffnung? Das lasse ich zählen. Das ist richtig die letzte Hoffnung. Das ist mir nah genug dran. Lol, warum hätte sich dann als hätte ich eine Frage gestellt? Ich musste auch überlegen, wie er das jetzt meint. Was aber sagt Prinzessin Leia in ihrem Hologramm? Ist Obi-Wan? Ist Obi-Wan? Und da dachte ich... Logisch, weil du stellst ja eine Frage, aber ich dachte, der Satz wäre... Ach, ist egal. Alles cool. Ja. Frage 20. Freigeben ist. Wer wird in der Schlacht von Hoth vom Captain zum Admiral befördert? A. Dodona. Martin. A ist falsch. Oh. Name kommt mir bekannt vor. Dann nicht. Okay. Was. A. Dodona. Ach ja, freigeben. Ist ganz wichtig. Ne? Meckel. C. C ist leider nicht richtig. Oh! Ich hab da so eine Ahnung! Ja! So. Du hast da rigged, Alter. Du hast da gerickt! Ja, komm, ey. Ich sag mal B. P! B wäre Captain Pete. D, nicht P. Ja, B ist Captain Pete und B ist richtig. Und C wäre gewesen. Pete, jawohl. Captain Pete! Wie geil ist das denn? C wäre gewesen Ossel. Ossel? Ich hasse diese scheiß ABC-Antworten, ja, Mann. Ja, das ist echt dumm, Alter. Die sind so dumm. Ja, ich habe wenigstens eine Antwort abgewartet, ja. So, okay. Nach 20 Fragen steht es für Martin 29 Punkte, für Mikkel 16 Punkte, für Peter 21 Punkte, für Christian 44 und für Jay 22. Oh, ich bin so schlecht heute. Wenn wir uns da an Jay's Stream erinnern, das war so, ne? So, fangen wir mal mit schwierigen Fragen an, F. Ja? Frage 21. Wie groß ist Darth Vader in Metern? Ach komm. Jay. 6 Foot... Ach so. 1,87. 1,87 ist leider nicht korrekt. Der muss doch größer sein als die Sturmtruppen, Jay. Ja, keine Ahnung. Ich dachte, der wäre genauso groß wie die Sturmtruppen. Nee, das würde ja dann filmisch nicht zeigen, dass er über den steht. 2 Meter. Das ist leider nicht richtig. Gibt's Antwortmöglichkeiten? Wo wird das bitte gesagt? Also, gibt keine Darth Vader. Hier steht, wie groß Luke ist Darth Vader? Und Luke. Dann steht hier, Darth Vader ist Meter. Ja, ja, aber das sagt er dann im Film so, Luke, ich bin übrigens 1,96. Vielleicht hat er in der Offscene mal gesagt, während er aufgewachsen ist. 2,05 Meter. 2,05 Meter, das ist leider nicht richtig. Oh, das war das vierte Mal falsch, oder? Jetzt muss richtig sein. Ja, das war dritte Mal falsch. Jetzt muss richtig sein, Jay. Möchtest du noch jemand? Kannst du mir sagen, ob ich wärmer oder kälter werde? Ich hab mir 3 Punkte schon dafür weggefickt. Ich kann da nichts zu sagen, Jay. Mann, ey! Okay, ich schließe die Frage ansonsten in 5. 4, 3, 2, 1, geschlossen. Und die richtige Antwort wäre 2,03 Meter. Woher weiß man das? Ich finde das so unfair. Ich habe keine Ahnung, Christian. Aber das ist ein offizielles Star Wars Quiz hier. Ja, hör mal. Also du, ich kenne die Karten ja. Also ich habe die ja gesehen. Weiter geht's. Nicht antworten, aber, ne? Frage 22. Wäre auch geil, wenn du alle 500 Fragen auswendig kennst. Ja. Einfach drüber guckt. Frage 22. Mit wessen Lichtschwert besiegt Obi-Wan Kenobi Darth Maul? Jay. Mit dem von Qui-Gon Jinn. Das gibt 5 Pünktchen. Endlich! Er ist übrigens 1,86 groß. Wer? Darth Maul oder? Also. Na, bevor er zerschnitten. An dem Moment, der wird ja gar nicht zerschnitten. Dann ist er Darth Maul. Ich wollte gerade sagen, so. Der wird zerschnitten. Okay, Frage 23. Was benutzt ein Jedi für das Wissen und zur Verteidigung, jedoch niemals zum Angriff? Jay. Die Macht. Ach, die Macht. Macht sauber. Punkte!
Die Macht it is. Frage 24. Was macht Boba Fett mit der Tänzerin Rystal Sand in Jabbas Palast? Ficken! Also ich lese ganz mal vor. Was macht Boba Fett mit der Tänzerin Rystal Sand in Jabbas Palast? Christian. Ist das nicht die, die der da den Rancor runterwirft? Also zum Rancor, also die will der dem wahrscheinlich anbieten oder so. Und also die ist gefangen und dann, ne? Mhm. Wird die doch die Luke da runtergeschmissen zu dem Rancor. Mhm. Stimmt. Nee. Leider nicht. Und not even close. Also wenn es einigermaßen in die Richtung geht, lasse ich zählen, ja. Ansonsten möchte keiner mehr. Dann schließe ich die Frage. 2,3 Meter. Ist die Frage geschlossen? 5, 4, Mikkel. Er benutzt sie als Schutzschild. Das ist leider auch nicht korrekt. Es tut mir sehr leid, Mikkel, aber es war eine schöne Antwort. Ist okay, Antwort. Ich wollte auch mal auch sehr leid. Ja, dann schließe ich ihn. 5, 4, Christian. Der unterhält sich einfach ganz locker mit dir. Ja, vielleicht ist das so eine Frage, weißt du so? Da fängst du dran zu überlegen, was machen die eigentlich? Die stehen einfach nur da und unterhalten sich nicht. Erzähl eine Altersrente. Und das ist dann die Antwort in dieser großen Quizfrage. Die reden miteinander. Das ist leider nicht so richtig. Oh, Peter. Alter. Er rettet sie. Nee, hä? Er retten ist auch nicht richtig. Aber guck mal, da hab ich meinen Punkt schon wieder drin. Okay, wir gehen wieder frei, falls einer möchte. Das ist männlich, die Frage 5. Martin, 4, war auch noch mal. 2, 1, geschlossen. Die richtige Antwort wäre gewesen, er berührt sie am Kinn. Komm, ja, das macht man doch, wenn man sich mal zwischendurch so unterhält. Ja, dann klar, hast du dich aber noch nicht häufig am Kinn berührt. Hast du da ein bisschen Pflaumen? Bist du auch eine Frau? Er berührt sie am Kinn. Haben die überhaupt ein Kinn? Sie Twi'lek? Es geht um die deutsche. Es geht um die deutsche Version. Ja, Frage 25, deutsche Version. Was waren Han Solos letzte Worte beim Betreten der Kohlenstoffgefrieranlage? Tschüss. Christian. Ich weiß. Das ist richtig. Not bad. Ich liebe dich. Ich weiß. Beste Und diese Line war doch, die war von dem improvisiert oder so ein Scheiß, oder? Weil das irgendwie, er sollte ja, glaube ich, eigentlich sagen, ich liebe dich auch oder so. Und dann passte ihm das nicht zu dem Charakter von Han Solo. Oder? Und dann hat er einfach nur gesagt, ich weiß. I know. Das kann sein, das weiß ich nicht. I Aber know. Wenn so wäre, wäre cool. Da haben wir uns nicht letztens noch irgendwo drüber unterhalten oder gelesen. Ja. Frage 25. Danach also die war jetzt gerade, ja. Danach steht es 36 für Martin, Mikkel hat 22, Peter 27, Chris 54 und Jay auch 36. Damit kommen wir zur Frage 26. Und ich würde sagen, ihr solltet echt auf Reflexe achten. Frage 26. Welche Farbe hat Darth Vader das Lichtschwert? Mikkel. Rot. Rot, das ist natürlich rot richtig. Rot ist hier nicht genau genug. Ich glaube, die Farbenfragen Zinnoberrot. Liegen mir heute. Die Farbenfragen liegen mir. Und interessanterweise ist es tatsächlich eine Kategorie 5-Frage und ich frage mich wirklich, warum. Ja, aber zwischendurch musst du wahrscheinlich mal so eine einwerfen. Wahrscheinlich, das spielt ja normalerweise, wenn das so Karten sind, das frage ich mich noch. Also, es gibt zwei Regeln. Entweder du legst die Karte in die Mitte, wer zuerst draufhaut, der darf antworten. Wenn du richtig hast, kriegst du die Karte. Und mit euch dann spielen never. Die Alternative ist Moderator gegen Team. Ja, aber guck mal, dann macht das ja wirklich Sinn, wie du schon selber sagtest, da kommt es dann zwischendurch doch mal auf Reflexe an, weißt du? Dann macht das wirklich Sinn. Hält das Spiel dynamisch. Frage 27. In wie vielen Parsec hat der Millennium Falke laut Rey den Kosselflug gemacht? Kosselflug? Martin. Waren das 11? 11 ist nicht richtig. Und ich meinte natürlich den Kesselflug. Den Kosselflug. Ja, den Kesselrun. Mhm. Mach doch mal. Möchte Antwortet. Noch jemand? Also ist die Frage in Christian? Ja. Sagen die nicht einfach, der hat ihn gemacht, also in weniger als 11? Das kann auch sein. Der sagt doch immer, der hat ihn gemacht in weniger als... Laut Ray. Ach scheiße, die gibt ja die genaue Zahl an. Ja, dumm gelaufen. Die hat doch keine Ahnung. Also mal die Frage, wie vielen Parsec hat der Millennium Falcon laut Rey den Kesselflug gemacht? Rey ist ein neuer Star Wars, also Mikkel. Fünf, ja, da wird nicht vier, nach einer Farbe drei, gefragt. 3, 2, 1, Ende. Unter 6 Parsec. Rey sagt 14 und wird korrigiert von Han Solo. Ah, okay. Super. Ich dachte 6 Parsec. Frage 28. Wie viele Ewoks leben im Dorf Strahlender Baum? Es gibt eine exakte Nummer. Rot. Mir reicht plus minus C. 2. Wenn einer antworten möchte. Oder vorher? Nee, am Ende. Ach
Das ist so eine Kategorie 5 Frage. Oder ja. Die verarschen einen wieder so, weil man die auch immer, weil das gibt's gar nicht. Als ob die irgendwann in einem Film sagen, das ist doch einfach komplett willkürlich jetzt von dem Fragesteller gemacht. Nee, du darfst bei der Feier sind die doch mit allen. Und du darfst nicht vergessen, es gibt auch noch die Comics und die Bücher und. Das ist ja alles kennen. Fanfiction-Hintergrundwissen. Ja, wir kennen schon die Comics. Hast du etwa nicht alle Comics gelesen? Ja, echt, Mathe, bist du verlappen. Also, du schießt die Frage in 5, 4, 3, weiß ich nicht, 2, 1, geschlossen. Es sind genau 200. Natürlich. Wäre wieder die Frage, wenn die sich selber nicht als Tier sehen, dann wäre wahrscheinlich auch kein Tierarzt, sondern einfach nur ein Arzt. Oh. Oha. Ein Ewok-Arzt, oder? Er ist bestimmt knuffig. Er ist einfach nur Arzt. Wir sagen auch, wir der will nicht immer nur kitzeln. Wie ich wohl als Ewok aussehen würde. Wie so ein Nackt-Ewok. So, Frage 29. Wovon hatte der Jedi-Padawan Anakin Skywalker oft Albträume? Jay. Der Tod von seiner Mutti. Tod von Mutti, gleich schlechter Schlaf. 5 dicke Öcken für Jay. Frage 30. Wer repariert den Hyperantrieb des Millennium Falcon, nachdem dieser aus der Wolkenstadt entkommt? Jay. Chewbacca. Chewbacca, sagt er. Das hätte ich auch gesagt. Das ist nicht richtig. Zum Glück. Christian. R2-D2. R2-D2. Das gibt 5 Punkte für Christian nochmal extra. Nee. Mann, ey, Chewie. Das ist ja die Szene, wo der dann quasi sein Lümmel da in die Konsole macht und dann kriegt er diesen Stromschlag und dann macht er dieses... Ja. Nach Frage 30 steht es für Martin 38 Punkte, Mikkel hat 30 Punkte, Peter 30 Punkte, Chris hat 61 und Jay 43. Gibt noch 20 Stück. Weiter geht's. Christian ist stark. Ja, jetzt sind noch 100 Punkte zu vergeben. Komm. Du bist trotzdem stark. Heute ist gut, ja, muss ich sagen. Welchen Kopfgeldjäger besiegt Mace Windu? Welchen nicht in dem Film, oder? Welchen Kopfgeldjäger besiegt Mace Windu? Ich kenne bloß 2. In die Rache der Sith, wenn du es genau wissen möchtest. Ja, bitte? Jango Fett. Schon fette Antwort. Nee. In der Arena am Ende. Der köpft den. Und dann fällt der Kopf vor das Kind, vor Boba. Richtig? Dann hat er ein bisschen Hass auf die... Also aber nicht in der Arena, sondern das müsste dann nicht die Rache der Sith sein, sondern es ist ja Episode 3, das müsste 2 sein. Clone Wars. Klonkrieger. Oh, wie heißt das mit dem Rahmen? Ja. Fake News hier. Ja, hey, ne, dann beschwer dich bei Disney. Achso, das steht da drauf. Ja. Ja, schwach. Achso, wow. Vielleicht ist das ja auch ein... Ich schreibe erstmal einen Brief. Ach, ist ja auch egal. Ist ja egal. Ich meine, 32. Teil 2. Was entgegnet Yoda, als Luke zum Jedi-Meister sagt, er hätte keine Angst? Was? Christian. Fick dich, Bitch. Ja, Angst für, also er muss sich hüten, Angst für zur dunklen Seite. Das ist nicht korrekt. Da willst du jetzt nicht haben, irgendwie so Angst führt zu Furcht, Furcht führt zu Angst. Das hätte ich dann jetzt zählen lassen, wenn das die Antwort gewesen wäre. Angst führt zu Furcht, Furcht führt zu Angst. Nee, das hätte ich gerade bei Christian zählen lassen, wenn das die Antwort gewesen wäre. Deswegen ist das dann logischerweise bei dir jetzt auch falsch. Warum ist denn das jetzt logischerweise auch falsch? Weil ich deine Antwort ja gerade bei Christian schon gezählt zählen lassen hätte. Du hast das missverstanden, Jay. Er meinte, er hätte es zählen lassen, wenn es überhaupt richtig wäre. Er hätte meine Antwort zählen lassen. Okay, dann habe ich das wirklich missverstanden. Wenn das Beispiel, was du gerade gesagt hast, das gewesen wäre. Ich dachte, das wäre jetzt die richtige Antwort oder könnte ich jetzt mit Punkte absnacken. Du wolltest smart sein, wa? Aber in Wahrheit warst du das gar nicht. Hätte jetzt auch gezählt, wenn man einfach sagt, der giggelt einfach mal wieder irgendwie auf die Ruhe. Wenn das die Antwort wäre, dann wäre das okay für mich. Also mal, was entgegnet Yoda, als Luke zu ihm, zum Jedi-Meister sagt, er hätte keine Angst? Ansonsten, er hätte keine Angst? Ach du Scheiße, das habe ich ja, hätte ich das keine mal gehört. Ja, also Luke sagt zu Yoda, ich habe keine Angst. Und darauf sagt Yoda. Also schließt die Frage in 5, 4, 3, 2, 1. Geschlossen. Du wirst Angst haben, wird er sagen. Ah. Wow. Ja. Frage 33. Wer war Kylo Rens Großvater? Christian. Darth Vader. Der dunkle Vater war der Großvater von Kylo Ren. Sieht's aus.
Wer besiegt den Imperator im zweiten Todesstern? Frage 34. Jay. Darth Vader. Das ist auch richtig. Vader, my favorite Sith. My bro, yeah. So geil. Frage 35. Von wem hat Groß Moff Tarkin gesprochen? Oh. Ja, Jonathan? Von Darth Vader. Rechtsklick geht auch. Das ist leider nicht richtig. Oh Mann. Von wem hat Groß Moff Tarkin gesprochen, als er sagte, falls sie recht haben, darf er uns keinesfalls entkommen? Niemand? Ich drücke nicht mehr. Okay. Keine Ahnung. Dann schließe ich die Frage in 5, 4, 3, 2, 1. Geschlossen. Und er hat geredet über Obi-Wan Kenobi. Ah. Nach Runde 35 steht es 41 für Martin, Entschuldigung, 33 für Mikkel, 33 für Peter, 68 für Chris und 54 für Jay. Dann kommt die Frage 36. Wie heißt Prinzessin Leas Heimatplanet? Wo die geboren wurde? Ne, wo sie aufgewachsen wurde. Jay. Alderaan. Easy Snacks. Ich hatte erst an diesen komischen, wie hieß der, Asteroiden oder so ein Scheiß. Geboren ist sie ja in diesem, auf diesem Raumschiff da. Ja, ja, da waren die doch, wie heißt denn dieser Fuck-Asteroid noch? Vergessen. Frage 37. Welche Kreatur trampelt in der Schlacht von Geonosis über Jango Fett? Also müssen wir nicht den Namen des Viehs nennen, mir reicht die Rasse. Chewbacca. Ja, das ist auch nicht viel besser. Okay, sorry, dass ich dir helfen wollte, Jay. Da gab's Viech. Das hatten wir schon mal in den Folgen. Ja, hatten wir das. Davor den Namen. Aber das war ein ganz abgedrehter. Ist das das Reitvieh? Das war nicht Seo Bibble. Ja, ich glaube, das ist das Reitvieh. Warte. Also, schieß die Frage. Im 5? Nein. Doch. 4. Darfst du nicht schließen. 3, 2, 1, vorbei. Fang geschlossen. Die richtige Antwort wäre gewesen der Reek. Ja, der Reek. Ja, der Reek. Ich habe Reek im Kopf gehabt. Dann dachte ich, oh, das war Borderlands. Aber das war so nah dran. Frage 38. Wie heißt das Schiff der Ersten Ordnung, auf dem Poe Dameron gefangen genommen wird? A. Die Equalizer. Martin. B. B. Die Finalizer ist richtig. Ach, fuck off, Martin. Geil. Wie kann man da so viel Lacke haben? Frage 39. Taucht Groß Moff Tarkin in Die Rache der Sith auf? Jay. 5. Nein. 4. Du sagst nein, das ist leider nicht korrekt. Ernsthaft? Martin! Ja, natürlich taucht er da auf. Natürlich, und zwar ganz am Ende steht hier noch extra. Rache der Sith ist da steht drin? Natürlich ganz am Schluss. Ende. Da steht ja ganz am Schluss zusammen mit Vader und Palpatine. Ich find's gut, wenn da natürlich steht. Natürlich, du Idiot. So Frage, erstmal hier kriegst du den Punkt natürlich. Frage 5. Nee, 40, Entschuldigung. Auf welchem Planeten wird FN2187 klar, dass er die Erste Ordnung verlassen will? Oh, gibt's A, B, C? Nee. Dammit. Mann. Das ist Zeit, was zu trinken. Jay. I try einfach mal Jakku. Jakku! Ja. Sehr gut, nehm ich. Dann war das auch noch richtig. So, dann kommen wir zu Frage 40 zu den Punkten. Martin hat 52, Mikkel und Peter 34, Chris 69, der sexuelle Typ, und Jay 64. Das ist ein Punkte nur noch entfernt. Zur letzten Frage. Frage 41. Noch, ne? Ja, genau. Also von welchem Schiffstyp ist der Millennium Falke eine modifizierte Version? A. YT. Peter. C. YT. Der sagt C. Moment, so, war das so B oder C? C wie Kant. C wie Kant. Ja, ne? C. B. B wie Butterbrot, sagst du, ja? Ja. Moment. Hä,
Ne, B ist richtig. Ja. Pass auf, hier steht drauf nämlich, also hinten steht drauf A von einem YT1300 und vorne steht drauf, ist die Antwort YT1300B. Aber deswegen ist B logischerweise dann richtig. Was waren denn die Antwortmöglichkeiten überhaupt? YT1200, YT1300 und YTS44. Ah ja. Natürlich. Peter, YTS44, ey. Das ist ja, echt das schwach, Peter. Ja. Aber jetzt bin ich nicht mehr Letzter. Das stimmt. 42. Ja, klicken. Wie heißt der Schrotthändler, der sagt, geistige Tricks funktionieren bei mir nicht? Oh. Martin. Oh, fuck. Nee, fuck so ist falsch, aber du darfst doch mal antworten, wenn du möchtest. 5, 4, 3, 2, 1. Das ist leider falsch. Gott. Das ist Pimmelnasen-Jack. Ja, ich weiß, wie er aussieht, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Wenn jemand antworten möchte, steht die Frage auch in 5, 4, 3, 2, 1. Geschlossen. Der heißt Watu. Ja, so heißt er. Frage 43. Was ist die Hauptstadt von Naboo? Naboo City. Naboo. Ich habe gerade kurz drüber nachgedacht, tatsächlich zu klicken und das zu sagen. Das mache ich jetzt nicht mehr, nachdem du dich da so drüber lustig gemacht hast. Vielleicht habe ich ja die Antwort verraten, Peter. Ja, glaube ich nicht. Ich glaube, die heißt einfach noch immer. Weißt du, den ganzen Film rennen die doch in dieser Pineapple. Stadt und dann labern die doch immer, wir müssen irgendwie hier den Teil der Stadt und den Teil, den Namen sagen die doch gar nicht so häufig, oder? Ich glaube, die heißt nur Naboo, die Stadt. Ich schließe die Frage sonst in 5, 4, 3, 2, 1. Geschlossen! Hauptstadt. Die Stadt heißt Tiet. Tiet? Oder Thiet, von mir aus noch. Mit TH am Anfang. Ah, langweilig. So, Frage 44. Was sagt Jango Fett zu Obi-Wan, von wem er rekrutiert wurde? A? Nee, kein A. Jango sagt zu Obi-Wan... Du willst einen Namen haben, ne? Den Satz, den... Also ja, der Name reicht mir. Wenn du den ganzen Satz sagen kannst, ist auch fein. Gibt aber keine Bonuspunkte für. Nee. Niemand? Also schließt die Frage 5, 4, 3, 2, 1. Geschlossen. Was wäre gewesen? Ah, nein, Seife Pepe Diaz. Oder so hieß der. Seife ein Mann Diaz. Namens Tyrannus. Ah, nee, doch nicht. Nee. Wer wäre denn nochmal Seife Diaz? Nee, Seife Diaz hab ich erstmal hardcore eher kopiert, aber vollkommen sonst. Wer war das denn nochmal? War der das nicht? Seife Diaz war das nicht der, der das Ding da aufgezogen hat? Oder das ich war genau, der das in Auftrag rekrutiert. Gegeben hat. Genau. Ach so, ich die dachte, Frage der hatten wir schon mal, wer das in Auftrag wie genau. Hieß der Typ? Tylo? Tyran, er sagt, nee, die Antwort ist, Tyran? Er sagt, es war ein Mann namens Tyrannus. Tyrannus? Ja, ich erinnere mich. Frage 45. Geil, ich habe mich nicht verzählt, ich habe genug Karten in der Hand. Alles richtig gemacht. Oder? Ja. Alles richtig gemacht. Aber nachgezählt. Frage 45. Was spürt Yoda, als Obi-Wan darauf besteht, Anakin Skywalker nach Qui-Gon Jinns Tod als seinen Padawan zu nehmen? Eine Erschütterung der Macht. Das ist leider nicht richtig. Was spürt? Den Kitzeln im Arschloch. Dann hätte ich jetzt fast auch gesagt, weil das so die Standardantwort ist. Was spürt Yoda, als Obi-Wan darauf besteht, Anakin Skywalker nach Qui-Gon Jinns Tod als sein Padawan zu nehmen? Ganz, ganz wenig Namen in so einem kurzen Satz. Christian. Spürt er nicht viel Furcht in ihm? Nee, Furcht ist es nicht. Deswegen ist Furcht leider nicht richtig. Ist aber nicht eine andere Umschreibung für Furcht, ne? Ne, ich würde sagen, das ist kein, Angst, keine ja, Furcht. Deswegen. Nee, Furcht und Angst sind es nicht. Okay. Christian. Christian, mach mehr, komm. Keine Ahnung, die dunkle Seite. Die dunkle Seite, die ist leider nicht richtig. Aber der hat doch irgendwie eine Vorahnung, dass nicht so gut ist. Christian. Oh. Zweifel. Zweifel. Moment. Aber Yoda spürt er die Zweifel. Ne, Moment, was spürt Yoda? Genau, so was spürt Yoda, als Obi-Wan darauf besteht, Anakin Skywalker nach Qui-Gon Jinn. Also Zweifel sind es nicht. Ja, ich wollte nur ein bisschen Zeit haben zu überlegen. Okay, ja, kein Problem. Bevor das jemand anders noch sagt. So, ansonsten schließt die Frage 5,
4, 3, 2, 1. Geschlossen. Er spürt den gleichen Trotz wie bei Qui-Gon Jinn. Ach, natürlich. Trotz hätte mir aber gereicht. Sagt er das so? Ja, ja, trotzdem, du bist doch wieder ein Meister oder so. Oh. Oder so, das daran kann ich mich noch erinnern, das oder so. Okay, 46. Das niemals vergessen. Wie verfolgt Obi-Wan Kenobi Jango Fett nach Geonosis, nachdem sie auf Kamino gekämpft haben? Jay. Mit so einem, Raumschiff. Hier, wie heißt denn das? Mit so einem Peilsender, den er ans Auto, ans Ding schießt. Ans Auto? An das Raumschiff schießt. Das ist absolut okay. Die Originalantwort ist, er wirft einen Positionssender auf den Rumpf der Slave One. Und dann kommt die coolste Szene in den neuen Trilogien. Also in der Die seismischen Bomben. Boom. Die seismischen Bomben. Boom. Die sind halt echt geil, wa? Ja, Mann. Komischerweise gab es die dann in Star Wars ab Episode 7, 8, 9 nicht mehr. Wo die voll krass sind. Ja. Frage 47. Ja. Welche Farbe hat Qui-Gon Jinns Lichtschwert? Da war ich zu langsam. Das sind gute Punkte. Ja, das sind wirklich gute Punkte. Das sind gute Punkte. Frage 48. Fliegt Wedge Antilles in der Schlacht, Christian? Ja. Nein! Moment, okay. Das war jetzt richtig oder falsch? Peter, das war richtig. Peter wollte einfach nochmal antworten. Aber ja, sorry, du. Also dadurch, dass es Nein sein könnte, haben ja alle gespammt. Ist auch okay. Haben? Fliegt Wedge Antilles in der Schlacht von Ender und Yavin an X-Lügler, war die Frage und die Antwort darauf ist nee, ja. Nee, fliegt nämlich Y-Wings. Nee. Hier steht, fliegt Wedge Antilles in der Schlacht von Endor. Ach, in der Schlacht, ja, okay. Verdammt. Und Jarvin, ein X-Flügler. Ich hab noch drauf gewartet, von wegen, das wird wieder freigegeben. Ach, Kacke. Deswegen habe ich eben so Nein gebrüllt, weil ich gar nicht geklickt habe. Ja, ja aber musste ja nicht freigegeben werden. Ist egal, also ging Christian ja an Christian war, genau, nicht Christian war direkt der Erste. Ach so, warte, okay, ja geil. Ja dann, ja. Peter, ich führe noch vor dir, ne? Ja. So, Frage 49. Kam Ki Adi Mundi ursprünglich von Tatooine? Peter. Nein. Du sagst nein, nein ist korrekt. Nein! Dicke Bitch! Nein. Wieso kommt denn in den wichtigen, interessanten, in den entscheidenden ja, Fragen Ja und Nein antworten? Wenn jetzt A, B und C kommt, Bram, bin ich sauer. Ich spamme es weg. So, die Frage, also ich habe jetzt noch die letzte Frage ist eine Auswahlfrage für euch. Soll es über Kanzler Palpatine gehen oder um Sio Bibble? Sio Bibble. Nicht nur um A und B und C geht. Nee, es gibt darf keiner von beiden das okay. A, B, C. Ich bin dann für mach mal nicht Sio Bibble, weil das wissen wir eh nicht. Aber Sio Bibble. Was ist denn die A, B oder C-Frage von beiden? Nee, keine. Kannst du nicht beide nehmen? Nein, du musst nur... Nee, also jetzt wir gehen ja nur bis 50. Gibt es denn eine Ja-Nein-Frage? Ja, gib mir eine Ja-Nein-Frage. Nein, die Ja-Nein-Frage. Nicht. Ja, dann die nicht. Ach, die nicht. Die nicht, alles klar. Dann Frage 50. Frage, ja. Was sagt Owen Lars zu Luke, ist sein Vater von Beruf gewesen? Christian. Farmer ist nicht richtig. Also auch nicht Feuchtfarmer oder so. Hätte ich alles. Oh Leute, ich hätte Feuchtfarmer gesagt jetzt tatsächlich auch. Oh. Krass. Was ist der denn? Komm, da? Mikkel, letzte Chance jetzt hier. Mikkel. Na, Händler. Händler ist nicht richtig. Das war noch irgendwas. Moment, da. Aber Jay kann einen Punkt unterschlagen. Jay möchte auch noch antworten. Ich hätte gesagt, das ist so ein Ingenieur auf einem bei einem Schiff. Oder Mechaniker oder irgendwie sowas. Okay, das ist nicht korrekt. Ach, verdammt. Das ist nicht die Frage noch mal. Korrekt. Ja, ich kann die Frage sofort nochmal stellen. Ich gebe auch vor frei. Okay, dann antwortet erst Mikkel. Gogo-Tänzer. Gogo-Tänzer ist leider nicht richtig. Ja gut. Falafelkoch oder was kommt jetzt für Antworten? Also, what the fuck? Geh wieder frei YouTuber. Und ich stelle die Frage auf Wunsch doch mal. Was sagt Owen Lars zu Luke? Ist sein Vater von Beruf gewesen? Ansonsten schließe ich die Frage in 5, 4. Sein Vater oder? Hartz 4.
Ja, Owen, also Owen Lars Vater. Ach, also Owen was, Lars nee, Vater? Also, ich pass auf, nein, Luke's Vater. Nein, Luke's Vater. Was sagt Owen Lars zu Luke? Ist sein Vater von Der Beruf? War Kampfpilot. Jay sagt, er ist Kampfpilot. Das ist leider nicht richtig. Hä? Nicht Pilot? Krass, hätte ich auch gedacht. Der war doch ganz Pilot, wichtig. Aber Pilot ist ja was anderes als Kampfpilot. Moment, aber Feuchtfarmer hätte er ja auch nicht gezählt. Nee, Kampfpilot hätte ich mitzählen was lassen. Was war der denn, Alter? Wir haben ja fast schon alles der durch, was du in diesem Universum sein kannst. Ja. Ja. Und dann schließt sich die Frage jetzt, aber ja, halt für Kopfgeld, Christian? Rennfahrer. Rennfahrer. Formel 1 Rennfahrer. Rennfahrer ist leider nicht richtig, das tut mir leid. Was gibt's denn noch? Nee, das, wir haben's jetzt. Hutte. Okay, dann 5, 4, 3, 2, 1. Frage ist geschlossen. Er ist ein Navigator auf einem Raumfrachter. Na klar. Nicht letzter! Suck it, Mickey! Ja. Und ich würde sagen, Navigator ist kein Mechaniker. Nee, auf jeden Fall nicht. Das war so nächstes Mal. Das ist halt voll ärgerlich, dass wir so viele Antworten. Was, Navigator finde ich, ich finde da eher noch den Piloten näher dran als den Mechaniker. Ja, oder das tun wir so. Aber Frage 50 und damit hat Mikkel 44 Punkte. Peter hat 50 Punkte. Marlin 63 Punkte. Bitches! Christian 81 und Jay 88 sogar. Podium, ja. Und das war die letzte Bam. Folge vom Star Wars Quiz. Wenn euch das gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und schreibt unten in die Kommentare, von welchen Trilogien, Filmreihen oder whatever ihr euch das noch vorstellen könnt. Da gucken wir dann mal durch und gucken, ob wir dann eine Truppe zusammenfinden, die da auch Bock drauf hat. Vielen Dank, bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Sagt Predator. Oder Alien.